Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In meiner Hoffnung für alle Bibel steht die Überschrift: Niemand muss verzweifeln. Und das steht bei Psalm 34. Und in Vers 5, da steht: Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Und das ist ein Vers, wie er aktueller nicht sein könnte. Und das wollen wir heute tun, den Herrn um Hilfe bitten. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen und vertrau wirklich dem, was Isolde gerade vorgelesen hat. Der Herr hat Ahnung von deiner Angst und er möchte sie dir wegnehmen. Wir möchten heute über das Thema sprechen, dein Zufluchtsort. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen und wir beten auch für all die Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können, aus Zeitgründen, auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Dein Zufluchtsort. Ein Zufluchtsort heute hat wieder eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich möchte aus 2. Korinther 4, Vers 9 lesen. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Das ist doch wirklich eine Hoffnung. Jeder Lebende darf eine Hoffnung haben, das zu erleben. Du bist mein Zufluchtsort, meine Burg, heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel. Ein Ort, wohin ich flüchten kann, wenn es auf dieser Erde nicht irgendwo sicher ist. Ich kann mich zu Gott flüchten. Ich kann zu Gott flüchten. Und dort ist eine feste Burg, ein Ort, wo ich geborgen bin. Wir haben das erlebt, als wir die Ukrainer nach Karlsruhe geholt haben von der ukrainischen Grenze. Die Menschen waren im Bus geborgen, sie hatten eine Sicherheit und als sie in Deutschland auf der Autobahn mit unserem Bus nach Karlsruhe gefahren sind, hat das Team gesagt, sie haben sich richtig geborgen und in Sicherheit gefühlt. Du brauchst jetzt nicht einen Bus, um geborgen zu sein. Nein, du bist schon in Deutschland vermutlich oder irgendwo in der Schweiz, Österreich, an einem Land, wo es gerade relativ sicher ist. Aber dein ganzes Leben geborgen zu sein. Bei allen Horrormeldungen, die du momentan hast, ich sag dir, schau auf Gottes Wort, was er dir sagt. Das ist viel besser als all die Horrormeldungen, die dir nur Angst machen. Man muss wissen, was gerade läuft, aber schau auf das, was Gott für dich hat. Und ich sag dir, er hat es für dich, nicht nur für Kriegsflüchtlinge, sondern auch für dich, der du vielleicht unheilbar bist oder eine Angst hast oder Sorgen hast. Ich sag dir, Gott ist mit dir. Er ist dein Zufluchtsort. Und danke, Herr, dass du unser Zufluchtsort bist. Herr, wenn wir nirgends mehr Sicherheit haben, können wir doch zu dir kommen und sagen, danke, dass wir in dir geborgen sein dürfen, dass wir in dir eine feste Burg haben, die sicher ist. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du mit jedem bist, der heute zuschaut. Amen. Wir möchten gleich für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen und anschließend auch Zeugnisse hören, wie Gott eingegriffen hat. Und per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Meine beiden Schwestern sind Zwillinge und haben beide eine Krebsdiagnose erhalten. Die eine Brustkrebs und die andere im Unterleib. Beide sind gläubig und sehr engagiert für Mitmenschen. Beide sollten in Kürze operiert werden. Ich bitte daher um Gebetsunterstützung. Vielen lieben Dank. Und das hat mich schon betroffen gemacht, Zwillingsschwestern, die beide gleichzeitig Krebs haben, das ist schon erstaunlich, aber Gott weiß das. Und Jesus, du kennst dieses Zwillingspaar und ich danke dir, dass du auch da mächtig eingreifst. Auch bei beiden. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Krebs besiegt hast am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom durch diese beiden Schwestern fließt und dass sie wirklich dein Wunder erfahren dürfen, dass sie wirklich dein Eingreifen erfahren dürfen, dass du jede
Zelle ihres Leibes wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut, und wir danken dir dafür. Und auch all die anderen Menschen, die unter Krebs leiden, danke, dass du sie berührst. Danke, dass du sie kennst und dass du um jede Person weißt. Und ich danke dir, dass auch dort bei jedem Einzelnen dieser Krebs besiegt ist, weil du ihn mit ans Kreuz genommen hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt um Gebetshilfe Folgendes. Ihr Lieben, bitte betet für meine Beine, die sind dick, voller Wasser, kann kaum noch stehen und weiß nicht, wie ich sie hinlegen soll. Die hohen Blutdruckmittel machen mir sehr zu schaffen. Die Rückenschmerzen sind sehr heftig, trotz der starken Schmerzmittel, schon 3 Jahre. Ich habe Gott schon öfters um Erlösung gebeten. Ich weiß, Gott ist nichts unmöglich. Bitte betet für mich, dass ich die Hoffnung nicht verliere. Danke, dass ich euch um Hilfe bitten darf. Und ja, das ist wahr. Für Gott ist nichts unmöglich. Und Jesus, ich danke dir für diese Frau, die dir das wirklich zutraut und weiß, dass für dich nichts unmöglich ist. Und ich danke dir, dass du sie jetzt berührst, dass dieses Wasser aus diesen Beinen verschwindet, dass du diese Ursache beseitigst, die das auslöst. Danke, Jesus, dass alle Organe wieder richtig arbeiten und in voller Funktion. Und ich danke dir, dass auch dieser Rücken wieder in Ordnung kommt, dass diese Schmerzen verschwinden und dass diese Frau sich wieder vollkommen bewegen kann. Danke, Jesus. Du bist der Herr über ihrem Leben und du wirst auch ihr Vertrauen belohnen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon bis 13 Uhr heute. Und ein Mann hat ein Gebetsanliegen für seine Familie. Ich bitte um Hilfe und um Heilung für meine beiden Brüder und meine Eltern. Heilung von allen ihren Krankheiten, Suchtkrankheiten, psychischen Krankheiten und dem ganzen Trauma, das in ihnen steckt. Ich bitte um Hilfe und Heilung für alles. Danke. Wow, was für ein Chaos an Krankheiten und an Sucht. Herr, du siehst diese Situation und auch, Herr, von diesem Mann, der für seine beiden Brüder und Eltern bittet. Du siehst dieses Chaos, wo der Feind angerichtet hat und wo diese Menschen eingewilligt haben, auch da wirklich dem Folge zu leisten und dann jetzt in den Folgen drin hängen, in den Seilen hängen. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass es bei dir trotzdem eine Lösung gibt. Und Herr, danke, Herr, dass sie auch erkennen, Herr, dass sie zu dir kommen und Befreiung erleben werden. Herr, dass sie alles auf dich werfen, dass sie erkennen, dass du die einzige Lösung bist. Ich danke dir für Befreiung und Heilung dieser Menschen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für einen Freund der Familie. Hallo ihr Lieben, ich bitte um eure Gebetsunterstützung für einen Freund unserer Familie. Er ist etwas über 50 Jahre und vor kurzem sind bei ihm bei einer Routineuntersuchung Krebsmetastasen in vielen Bereichen des Körpers festgestellt worden. Er hat gerade die Scheidung seiner Ehe hinter sich, was zusätzlich eine große Belastung für ihn ist. Möge Gott ihn heilen und ihm weiterhelfen. Herr, du kennst auch diesen Menschen. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, dass du ihm begegnest und all diesen Schmerzen, all das Erlebte, Herr. Herr, dass es wirklich weichen muss, dass Frieden in den ganzen Menschen, den ganzen Körper hineinkommt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch wir diesem Krebs gebieten in deinem Namen, Jesu, dass er weicht. Ich danke dir, Herr, dass du der Sieger bist und am Kreuz für uns den Sieg vollbracht hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Und immer wieder freuen wir uns, Gebetserhörungen vorzulesen, die Zeugnisse zu hören, was Gott getan hat. Und ich habe heute wieder 5 herausgesucht und eine Frau berichtet von einem Wunschkind. Ihr hattet für mich gebetet, da ich so den Wunsch hatte, noch einmal schwanger zu werden. Nach 2 Jahren hat Gott mein Gebet erhört. Ich wurde schwanger und im November 2021 kam unser Wunschkind gesund zur Welt. Vielen Dank
Dank für eure Gebete und vor allem danke unserem Herrn Jesus. Ja, Gott tut auch Wunder. Und ein Mann aus der Schweiz berichtet von seiner Genesung. Ich hatte einen Darmverschluss vor Weihnachten. Mir geht es von Tag zu Tag besser. Der Arzt sagte, mein Leben hing am seidenen Faden. Vielen Dank für eure Gebete. Ja, und Gott greift immer wieder ein, auch in den schwierigsten Situationen. Gott kümmert sich auch um unsere Haare. Im September bat ich euch um Gebet für meine 12-jährige Tochter, die unter diffusem Haarausfall litt. Nun ist es endlich deutlich besser und alle Haare wachsen nach. Gott hat geholfen und unsere Gebete erhört. Dafür sind wir von Herzen dankbar. Und aus Bayern kommt diese Gebetserhörung von einer Gebetsnacht. In der letzten Gebetsnacht bat ich über Chat um Gebet für eine neue, bessere Arbeitsstelle. Ihre Mitarbeiter haben mir sehr ermutigend geantwortet und Gebet zugesagt. Heute preise ich unseren Herrn Jesus für meine neue Arbeitsstelle und bin so erleichtert, wie wieder freudig zur Arbeit gehen zu dürfen. Ein herzliches Shalom. Keine halben Sachen mehr, schreibt uns eine Frau. Danke für Ihre Antwort auf mein Gebetsanliegen vom Juni 2021. Jesus hat mich und meinen Mann wunderbar geführt. Ich durfte erkennen, dass ich keine halben Sachen machen möchte. Wir haben im Oktober 2021 standesamtlich und kirchlich geheiratet. Jetzt habe ich echten Frieden im Herzen und wir haben den vollen Segen des Herrn. Danke, Jesus, und danke an Sie. Ja, wir haben den vollen Segen, wenn wir mit Gott keine halben Sachen machen. Ja, hast auch du eine ganze Sache erlebt? Was Wunderbares mit Gott, lass es uns wissen. Die Kontaktdaten sind eingeblendet. Ja, du brauchst einen Zufluchtsort. Rede mit Gott. Ich habe so ein Bild vor Augen wie ein Kind, das Angst hat, das auf die Eltern zugerannt kommt und der Vater, die Mutter hält die Arme offen und sagt, komm, du bist jetzt in Sicherheit. Dieser Zufluchtsort hast du bei Gott. Rede mit ihm, genieße diesen Platz. Und dein Gebetsanliegen darfst du uns gerne schicken. Die Infos sind eingeblendet und das Telefon ist heute geschaltet bis 13 Uhr. Ja, heute haben wir was ganz Besonderes zu sagen. Vor 2 Jahren, am 1. April, es geht noch ein paar Nächte oder eine Nacht und dann ist 1. April und seit 1. April haben wir angefangen, vor 2 Jahren Hoffnung um 12 zu produzieren. Damals war es der Beginn der Pandemie und heute ist der Beginn eines furchtbaren Krieges. Wir wollen von dieser Stelle immer Hoffnung verbreiten und erleben auch viele Wunder, die wir ja vorlesen dürfen. Und wir würden uns freuen für unsere nächste Sendung, wenn du uns schreibst, wie gerne du die Sendung hast, was du erlebt hast und wie du es empfindest und was du gut findest. Vielleicht auch eine Idee, wo du sagst, man sollte das oder jenes tun. Schreibe einfach. Es würde uns freuen, dass wir nächsten Mittwoch was Wunderbares von dir vorlesen können und uns mit dir freuen können, dass wir es gemeinsam tun können. Und in diesen 2 Jahren haben wir wirklich extrem viel Gottes Eingreifen erlebt und Menschen, die uns berichtet haben, wie Gott sie in dieser Corona-Zeit versorgt hat, auch mit Arbeitsstellen, wo andere wirklich zugemacht haben, die Firmen, und wo Menschen Arbeitsstellen bekamen und wo Gott eingegriffen hat in Situationen mit Versorgung und auch mit Heilung und wirklich sehr, sehr viele Zeugnisse. Und das hat uns riesig gefreut. Und damit wollen wir auch wirklich euch und jeden Menschen ermutigen, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Und es hat uns gefreut, dass du heute wieder dabei warst. Und wir verabschieden uns und wünschen dir Gottes reichen Segen. Ja, vergiss nicht zu schreiben. Alles Gute, der Herr segne dich. Tschüss.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.